Grüß dich und herzlich willkommen zu diesem Video. Boah, ist das dreckig hier. Die Werkstatt ist schon ein bisschen weitergekommen, wie du sehen kannst. Wenn du Neuling bist, würde ich mich riesig über ein Abo von dir freuen. Abo-Button findest du direkt unter dem Video, falls du es nicht weißt. Und ich bin gerade dabei, mir eine Werkstatt auszubauen, quasi mir einen Traum zu erfüllen. Und hier geht es rund um Anleitung, um das Thema Handwerk. Und heute möchte ich mit euch das Thema Dübel angehen. Jeder von euch hat wahrscheinlich eine Dübellehre, beispielsweise hier, diese hier von Wolfkraft. Kennt ihr jeder? Hat jeder schon mal eine Hand gehabt oder hat auch schon mal der ein oder andere damit gebohrt. Und dieses Tool hier ist wirklich sein Geld wert. Aber ich zeige dir heute eine Variante, wenn du so ein Tool zum Beispiel nicht hast. Und dazu brauchst du eigentlich nur deine zwei Hölzer, die du dübeln möchtest. Zwei Dübel, ein bisschen Klebeband, am besten Kreppband oder Isolierband und ein Vorstecher und einen Akkuschrauber und einen Achterbohrer. Alles unwichtig, am wichtigsten ist dieses Klebeband. So, und jeder kennt es, man bohrt hier zwei Löcher rein, überträgt die dann hier. Es gibt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden. Und ich möchte dir eine Methode zeigen, die ich auf, ich weiß nicht wo gesehen habe, auf TikTok oder auf Instagram. Und ich fand das wirklich genial. Dazu nimmst du dir ein Stück Isolierband. So. Legst du das hier drauf, dann nimmst du dir noch ein Stück, klebst es dir fest. Die Frage ist natürlich, ob man das alltäglich verwenden sollte und die Dübellehre entsorgen. Natürlich nicht, das ist hier einfach eine Alternative, wie man das Ganze machen kann. So, jetzt hast du hier ein Klebeband drauf und jetzt kannst du wahrscheinlich den Rest schon denken und abschalten. Nein. Und jetzt nimmst du dir einen Vorstecher. Ein Vorstecher ist so ein kleines Teil. Das hat vorne einfach eine Spitze. Damit kannst du deine Lochbohrung vorstechen. Und wie ich sehe, habe ich damit schon irgendwas anderes gemacht, weil das Ganze stumpf ist. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wir stechen also jetzt hier zwei Punkte einmal mittig rein. Eins, zwei. So, dann nehmen wir unser Gegenpart und legen es drauf. Das muss schon exakt passend sein. Dann nehmen wir das Isolierband. Zack. Zack. Und haben quasi unsere, ja, abfallen dürfte es nicht. Wir müssen uns jetzt auch merken, wo wir das Ganze gemacht haben. Und dann pieksen wir hier auch wieder diese zwei Löcher rein. Wir haben die ja schon vorgestochen. Zack. Zack. Und beim Bohren solltest du natürlich einen Holzbohrer nehmen mit einer Zentrierspitze. Jetzt bohren wir das Ganze mal rein. So, schlagen unsere Dübel rein. So. Und dann der große Test. Krass, es funktioniert wirklich. Es funktioniert wirklich und ich muss sagen, ja, hier ist jetzt ein kleinen Ticken nicht bündig, aber es kann sein, dass ich mit dem Bohrer abgedriftet bin. Eine richtig, richtig geile Idee. Und das nur mit Kreppband oder Isolierband. Cool. Also ich bin immer noch sprachlos, dass das Ganze funktioniert hat. Normalerweise traue ich solchen Lifehacks im Internet nichts, aber das ist echt eine geniale Idee. Ersetzt natürlich nicht so eine Dübellehre, mit der kannst du noch ein paar andere Dinge machen, beziehungsweise auf längere Distanz Dübel setzen. Ja, aber trotzdem, es hat funktioniert. Wenn du schon mal so einen Lifehack ausprobiert hast und der tatsächlich bei dir funktioniert, dann lass es mich doch mal wissen. Vielleicht kenne ich den ja noch nicht. Ansonsten, wenn du Bock auf handwerkliche Videos hast, dann folg doch unbedingt hier dem Kanal Mr. Handwerk. Upsala. Den Kanal Mr. Handwerk. Und ja, ich mache jetzt weiter an meinem nächsten Projekt. Das wird nämlich ein kleiner Mini-Teich mit einer Acrylglasscheibe, die ich ausgeschnitten habe. Und im übernächsten Projekt gibt es so ein paar Gartenprojekte. Holzliege, Tomatenhochbeet, eine Schaukel, eine Tischsitzgarnitur. Muss man kurz überlegen. Genau, das wird alles in den nächsten Wochen folgen. Also, wenn du Bock hast, dann abonniere unbedingt den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.